Hä? Ich habe jetzt nicht extra Hammeranzüge geholt, weil ich einfach mal hoffe, dass ich es auch mit Blumen schaffe. Ist der eine Knalltüte. Wenn sowas passiert, dann starte ich natürlich neu, weil sowas ist ja völlig inakzeptabel. Wobei ich so langsam auch müde werde. Also es ist durchaus möglich, dass ich es nicht mehr heute durchzocke. Weil heute nur noch 30 Minuten gehen wird. Und dann ist morgen. Ich weiß, es ist natürlich so, dass viele nicht schon um 24 Uhr ins Bett gehen würden. Vor allem diejenigen, die jetzt feiern, weil Bayern die Champions League gewonnen hat. Aber ich bin eigentlich nicht der Typ, der unendlich lang aufbleibt. Natürlich! Das war ja klasse. Was verschwindet es aber auch nicht einfach mal. Ich bin gleich tot gemacht, wenn es so weitergeht. Kann sie nicht einfach Anlauf nehmen. Vor allem bringt mir in dem Level die Blume auch gar nichts, sondern stattdessen bräuchte ich zwei Federn oder Waschbäranzüge. Selbst ein Hammeranzug wäre hier nutzlos. Ich frage mich allerdings, wie man solche Feuerdüsen überhaupt einbaut, weil ich habe im Editor bisher noch keine so welchen gesehen. Das heißt genau genommen, ich könnte ja gucken, ob hier eine Feder drin ist. Ja, Glück gehabt! Müsste ich aber natürlich aufpassen, dass ich die Feder nicht verliere. Und nicht so wie vorhin hier zweimal von derselben Flamme getroffen werde. Aber wie kommt denn das rüber? Da kriegt ja dann der Zuschauer wahrscheinlich das Gefühl, dass ich der größte Noob aller Zeiten bin. Super, hier muss ich ja jetzt viel zu lang warten. Jetzt werde ich eingeklemmt und muss durch und meine Feder verfeuern. In der Hoffnung, dass hier jetzt wieder eine drin ist. Oh! Und vor allem, der geht natürlich nie in die falsche Richtung, dieser verdammte kleine Machpilz. Sondern der geht immer so, dass man ihn sammelt. Super, was auch immer für ein Boss kommt, der muss jetzt klappen. Und es scheint auch noch ein Vollmieser zu sein.
eigentlich. Solange ich immer schaffe, hier schön auszuweichen, sollte eigentlich kein so großes Problem sein. Natürlich. Kaum sage ich schon, werde ich natürlich getroffen. Aber zum Glück ist er wenigstens besiegt. Hä? Ach so, ich habe schon befürchtet, dass diese ganzen Schiffe, die da zu sehen sind, alles Levels sind. Aber als kleiner Bastard gehe ich da definitiv nicht rein. Das kannst du sowas von vergessen. Sondern jetzt werden wieder Items geholt. Ich weiß allerdings nicht, was ich holen soll. Weil der Hammeranzug ja anscheinend jetzt nicht mehr allmächtig ist. Ich könnte ja einen Hammeranzug und einen Waschbär holen oder so. Vielleicht bringt die Kombination ja was. Natürlich muss jetzt ein Schiff kommen. Hä? Das geht sogar unter? Beziehungsweise so... Hä? Wie zum Teufel hat er denn das hingekriegt? Vor allem, dass er denn dann nämlich auch so undurchsichtiges Bastardwasser ist, indem er nicht weiß, was zum Teufel da jetzt ist. Ja, gell? Man sieht sich dann noch nicht mal, wenn man in dem Wasser ist. Was? Ey, nee. Der hat sogar irgendwie hingekriegt, dass es diese dicken Bertas gibt. Mit so ganz riesengroßen Kugeln schießen. Findet echt für alles eine Umsetzung, der Boss. So langsam habe ich das Gefühl, dass hier der Waschbär eigentlich sinnvoller ist. Ich freue mich allerdings, ob es auch für den Boss gilt, der jetzt kommt. Also natürlich nicht der Boss, der das Levelset erstellt hat, meine ich. Wer kommt wieder doppelt? Das war ja so klar, Ui. Nö, dieser Blödi! Manchmal verwandelt er sich nicht richtig in eine Statue, wenn das eigentlich soll. Hä? Boah, Glück gehabt. Ich hab schon gedacht, der killt mich jetzt schnell noch. Was hätte nämlich jetzt sogar gewonnen?
wieder nur ein Level. Ich habe schon gedacht, jetzt käme Bowser selbst. Also der Boss hat da ja echt mal ein riesengroßes Levelset geschaffen. Dafür würde ich gerne schon an dieser Stelle mal vielen Dank sagen. Dass er sich die ganze Zeit nimmt, so viele Levels für Super Mario Bros. X zu erstellen. Also nicht nur, dass er von beiden RKS-Spielen alles erstellt hat. Auch noch hier ein komplettes Levelset, das noch dazu riesengroß ist, und ich bin ja immer noch nicht durch. Und das abgesehen vom zu einfachen Anfang dann doch eine echte Herausforderung darstellt. Ich kann ja auch echt froh sein, dass ich mir hier immer wieder meine Ausrüstung holen kann. Also, dass ich es überhaupt geschafft habe, bis an die Stelle zu kommen, wo man sich die Ausrüstung überhaupt holen kann. Wahrscheinlich war das nämlich vom Boss eigentlich gar nicht so vorgesehen, dass man so früh schon die Stern- und E-Welt komplett durchschafft. Natürlich wieder Dissonanzmusik, was eigentlich auch sonst. Jetzt kommt hier aber wieder dieses andere Gedudel, das gar nicht geht. Das andere Gedudel ist nämlich sogar noch schlimmer als die Dissonanzmusik, wenn du mich fragst. Dabei geht die Dissonanzmusik schon auf die Nerven. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich da stehen könnte. Natürlich kann das den Blarock nicht killen. Ich habe so langsam das Gefühl, den Blarock kann nichts killen. Ich meine, wenn sogar der Hammeranzug den Blarock nichts macht. Das kommt hier ja sogar hoch. Mittelpunkt geholt. Dann kann das Level ja eigentlich gar nicht mal so lang sein, wenn da schon ein Mittelpunkt ist. Das scheint bisher auch nicht so sonderlich schwer zu sein eigentlich. Da hatte ich das Glück, dass ich schnell genug war. Lauf! Lauf! Boah, das war knapp. Schneller! Oh nein! Boah, das war vielleicht mal knapp, ey. Hä? Will ich hier überhaupt lang? Eigentlich ja nicht. Oha, gerade so.
Fast wäre ich jetzt tot gewesen. Ach nu! Ey, das war ja Cheater-Rick. Na super, ich will meinen Hammeranzug wieder haben, ohne den ganzen Weg zurücklaufen zu müssen. Was ist das denn für eine dramatische Musik? Ui, was wenn das Schalterblödmänner sind? Na toll, es sind wirklich welche, stimmt's? Man muss hier jetzt das ganze verdammte Level absuchen und jeden solchen Schalterblödmann killen, oder? Das wird ja ewig dauern. Nein! Ich Idiot! Ich freue mich, ob man einfach darüber fliegen kann über alles, wenn man genug Anlauf nimmt. So nach dem Motto, ich brauch die Schalterblödmänner nicht. Oh. So wie es aussieht, braucht man sie aber leider doch. Aber das sind ja viel zu viele Schalterblödmänner überall. Wie schaffst du denn bitte schön, die alle zu erwischen? Die sind hier ja überall. Ach, müh. Hä? Ach so. Ach, das waren sogar schon alle. Wenn der blöde Typi bloß eine Blume hätte oder so. Gibt jedenfalls wenigstens doch nicht so arg viele Schalterblödmänner, wie ich befürchtet habe. Muss es bis zu deinem Fragezeichen schaffen? Und den Waschbär noch haben, weil dann ist in dem Fragezeichen eine Blume.
Okay. Du müsstest ja halt nur lebendig zurück zu der Stelle schaffen. Muss man nämlich wohl nach links und einen blauen Schalter finden. Was noch schwerer ist. Ach, jetzt kommt der Quark. Das habe ich nämlich zufälligerweise im Boss im Video ein bisschen gesehen, dass das sowas in der Art ist. Vor allem das hier meint der jetzt anscheinend ernst. Das sollte man eigentlich nicht mehr möglich halten. Ach so, und deshalb ist da auch der Pilz, damit man nicht klein sein kann. Ich habe eine Idee. Es sei denn, der Pilz kommt immer wieder neu, dann wird das natürlich nicht gehen. Dann wäre nämlich mein Plan, mich absichtlich danach, nachdem man den Pilz eingesammelt hat, nochmal irgendwo kleiner zu machen. Weil das gebe ich mir doch nicht, dass ich da zwischen diesen Lava-Teilen rumlaufe, die mich sofort killen würden. Weil das ja mal so absolut unmöglich ist, wenn du mich fragst. Das schafft der Boss doch nicht mal selber. Aber wahrscheinlich wird er daran gedacht haben, dass man da versuchen kann zu tricksen. Und hat es also so gemacht, dass der Pilz immer wieder kommt. Muss man also groß sein an der Stelle. Aber ein Versuch wäre es wert. So, was mache ich denn jetzt auf einmal? Der Pilz kommt nicht mehr, oder? Der ist jetzt weg. Sehe ich das richtig? Dann gehe ich mich jetzt nämlich kleiner machen. Ich hoffe mal, dass ich noch irgendwas übrig gelassen habe, mit dem ich mich kleiner machen kann. Ah, hier. Und wir gucken, dass ich auf die Piranha-Pflanze springe. Dann kann ich das nämlich als kleiner Bastard machen. Und hab hoffentlich eher eine Chance. Wobei, als kleiner Bastard kann ich natürlich nicht über die Lava einfach drüber fliegen, leider. Aber der Pilz ist weg. Hier nehme ich einfach durch. Ausgetrickst. Das kann der doch nicht ernst meinen. Vor allem zeigt es nämlich nie an, wann es dann wieder aufhört, sich zu bewegen. Beziehungsweise das bewegt sich dann einfach mal plötzlich wieder in die andere Richtung. Ohne jede Vorwarnung. Also diese Pflanze hier muss ich am Leben lassen. Damit ich mich dann nämlich später kleiner machen kann. Weil es sonst überhaupt nicht zu schaffen ist. Und ansonsten halt alles auf den Weg schaffen.
Also wenn man da groß ist, dann ist es nicht zu packen. So einfach ist das. Ich frage mich, wie viele 200 Versuche der Boss da braucht. Und ob er weiß, dass man da tricksen kann. Indem man sich kleiner macht, nachdem der Pilz weg ist. So, genau. Ich darf mich ja natürlich erst dann kleiner machen, wenn der Pilz schon weggesammelt ist. Ansonsten bringt's nichts. Es geht also etwa 10 Sekunden in eine Richtung und dann geht es 10 Sekunden lang in die andere. Anscheinend. Und ich finde, die Sprünge sind aber wesentlich einfacher, wenn das Zeug einem entgegenkommt. Dagegen, wenn es in dieselbe Richtung geht, in die man selber eigentlich auch will, dann ist es so gut wie unmöglich. Eigentlich habe ich das jetzt sogar gerade so noch berührt. So, und jetzt kann ich mich endlich wieder größer machen. Und hoffe mal, dass er jetzt nicht mehr so viel kommt. Oder wenn, dann wenigstens ein Mittelpunkt. Achso, da kommt das Ziel, zum Glück. Da kommt auch wieder nur ein Level. Ich hätte eigentlich erwartet, dass da Bowser persönlich kommt. Immer noch die Musik. Na toll, ich glaube, ich weiß, was hier passiert. Wenn ich das nämlich gerade eben richtig gesehen habe, dann muss man hier schnell machen. So wie in Donkey Kong Country 2 im Level Toxic Tower. Nur mit dem Unterschied, dass wenn man hier jetzt so lahm ist, dann ist man einfach sofort tot. Und kriegt nicht nur einen Strich abgezockt. Toll, mach! Das wird ja viel zu schnell auf einmal. Na super, ich bin tot gemacht.
toll. Es hat so ein komisches Muster, keine Ahnung warum. Da muss man ja ultra schnell sein. Aber das ist man doch nicht. Vor allem, weil dem Luigi seine Fallgeschwindigkeit nämlich so niedrig ist. Ah, oh, verdammt. Schneller. Nein, nicht rutschen. Boah, Glück gehabt. Ach so, kommt jetzt etwa Bowser selbst? Wenn ja, wie mache ich ihn fertig? Nee, leider kommt er jetzt nämlich nicht. Sondern was anderes Fieses. Nein, ich bin erledigt, stimmt's? Na, noch nicht, aber fast. Nö! Der wollte nicht springen. Gut, immerhin weiß ich jetzt, was da kommt. Na los, lass mich endlich rennen. Das dauert alles viel zu lang, was ich da mache. Nein! Winu! Ich wollte auf den springen und der hat den aber abgeschossen. Also ich könnte zwar natürlich versuchen, mit einem Waschbäranzug da durchzukommen, aber wenn der dann weg ist, dann kriege ich keinen mehr. Na toll. War ich natürlich auch blöd, dass ich den Waschbäranzug geholt habe. Im Grunde genommen muss es jetzt sogar klappen. Nein!
Das kann ich voll vergessen, weil ich jetzt nämlich gegen die Gegner überhaupt nichts mehr machen kann. Und wenn hier nämlich Power-Ups, selbst wenn welche da wären, hätte man nicht genug Zeit, um sie zu holen. Oh nein! Wie hätte ich denn das schaffen sollen? So schnell ist doch keiner. Das ist nämlich nur noch so ein beschissener Bastardpilz, der überhaupt nichts bringt. Das kann ich ja voll vergessen. Kann ich ja nicht einfach durch alles durchrennen, weil ständig Gegner im Weg sind. Wenn ich dann Risiko eingehe, dann werde ich höchstens kleiner gemacht. Na super! Was leckt's denn an der Stelle? Muss schauen, dass man so viel Vorsprung rausholt wie möglich an den Stellen, wo man rennen kann. Damit man dann genug Zeit hat für die Stellen, wo man nicht rennen kann. Boah! Na toll, da kommt ja immer noch ein Level. Ich weiß nicht, was das jetzt für eins sein soll. So. Ich glaube, ich werde dann für heute einfach mal Schluss machen und morgen weiterspielen oder so. Das heißt eigentlich. Naja, zumindest das Video dann mal beenden. Dann überlege ich mir, ob ich heute noch eins anhänge oder nicht. Thank you.